Ich sage eines, wenn das, jetzt sage ich was Böses, nicht gegen dich natürlich, nein, nein, logisch, aber wir anschließend wenn das Insolvenzrecht das hergeben würde, was sich manche erhofft hat, dann sage ich, dann hätte ich nichts dagegen gehabt. Mhm. Wenn der Verein schuldenfrei gewesen wäre und wenn das geschehen wäre, aber jeder weiß, das ist nicht möglich. Ich habe zum Beispiel etwas erlebt mit dem Willy Mantel, vielleicht kennst du ihn noch. Leider. Der war Aufsichtsrat und von der Skiabteilung in meiner Zeit als Vizepräsident. Also da war ich bestimmt schon lebenaktiv, also hast du sehr. Der hat auch viel privates Geld reingeschoben, hat die Skiabteilung ganz gewaltig unterstützt, hat diesen Skiberg da draußen beim Stadion gemacht, wo es dann Slalomrennen ging. Vielleicht kann sich der ein oder andere noch daran erinnern. Mhm. Auf alle Fälle, der Willi, mit dem war ich eng befreundet, und der Willi ist schwer an Krebs erkrankt und ich war an seinem Sterbebett. Und da hat er mir gesagt, du weißt, was passiert ist, meine Firma ist pleite, ich habe Insolvenz anmelden müssen und der Insolvenzverwalter hat gestern 4,5 Millionen Winterware für 350.000 Mark. Heute, das waren Euro schon. Wann war es denn? Verschäbert, das war nach 2002 auf alle Fälle. Das war 2011 sowas. Wie ah, ja, ja, dann auf alle Fälle Euro. Doch, das hat mit 60 was zu tun. Weil das ist der. Das ist, ja, das ist die Zukunft. Wie bringt man die 60, 70 Millionen für den Investor her? Darf ich dazu was sagen? Dass wir bei unseren. Also, ich muss auch wieder klipp und klar sagen, ich bin halt heute diplomatisch da. Ich sage jetzt nicht, dummer Ismail, ich sage einfach, ich respektiere, was der investiert hat. Aber nicht alles. Wenn ich am Anfang 18 Millionen investiere, dass der Verein weiterlebt, finde ich das Hut ab. Wenn ich aber dann 50 Millionen reinpfeffere und Aktionen bringe, die kein normal denkender Löwenfan respektieren kann oder für befürworten kann, irgendeinen portugiesisch sprechenden Trainer, einen von Liverpool, für 60, Giersing, Augustiner Halbe, Giersinger Brei, ganz egal, das passt überhaupt nicht zusammen. Die hat in meinen Augen 30, 40, vielleicht sogar 50 Millionen dämlichst investiert. Und für das kann man dem Verein 60 München in meinen Augen nicht verantwortlich machen, weil das war das Dümmste, was der Willi von ihm war bestimmt, aus 60 wieder einen super laufenden Verein zu machen. Das spreche ich überhaupt nicht ab. Das wäre hundsgemein, wenn man sagt, das war nur ein Arschloch. Das tut man nicht. Das macht man nicht respektvoll und auch von der Art her. Aber der hat wirklich in meinen Augen mindestens 30, 40 Millionen so dämlich ausgegeben. Und wenn ich heute von irgendeiner Materie, von einer Firma, einem Verein, einem Investment keine Ahnung habe, dann muss ich mich bitte darum kümmern, dass das jemand in die Hand nimmt, der Ahnung hat. Und wenn ich dann einfach nur planlos die Aktionen zum Schluss, ich muss dazu sagen, in dem Jahr, wo 60 von der zweiten Liga dann freiwillig, nur weil der Investor das wollte, in die vierte Liga absteigt. Wir haben die charakterloseste Mannschaft gehabt, die je in meinen Augen der letzten 50 Jahre gespielt haben. Stimmt. Wir haben in der Bayernliga unter deiner Ding Spieler gehabt, ich darf bloß erwähnen, Scherzofecker, Nachreiner, das waren bestimmt keine begnadeten Fußballer, aber sie haben das Potenzial, das gehabt haben, hundertprozentig oder sogar noch mehr ausgeschöpft. Und da muss ich sagen, lieber einen Spieler, der nicht so gut ist, aber der, wo ich das Gefühl habe, der hängt sich rein, der haut sich rein für 60, der hat einen Löwen auf der Brust. Und wenn ihr dann diese charakterlosen Schweine, wenn ich Arbeitgeber wäre und für mich arbeitet jemand so, wie die für 60 gearbeitet haben, die kehren mit dem Dreckstecker zuerst am Schädel aufgehört und dann rausgehört, fristlos, sofort. Die verdienen ein Schweinegeld. Die haben ein Schwein, ganz kurz so, die haben ein Schweinegeld verdient und haben eine Leistung gebracht, die, wenn ich an meinem Obsthandel bringen würde, ich war seit 20 Jahren pleite und jetzt seit 20 Jahren Leute, die mit dem Stecker am Schädel laufen. Und das wäre die gerechte Strafe für diesen charakterlosen Haufen, auch für den Trainer. Wenn wir den Bierhof früher geholt hätten, wir wären nicht abgestiegen, wir hätten ja alle Spieler rausgehen können und hätten in der zweiten Liga weiterklicken können. Wir haben einen Trainer gehabt, hundsgemein, wir haben einen Liverpooler, einen Englisch sprechenden, der in der Geschäftsstelle aufräumen wollte, mit harter Manier, wie man aufarbeitet in einem Betrieb, der überhaupt nicht läuft. Es hat nichts gepasst. Und das hat uns einen Haufen Geld gekostet. Und dieses Geld sollte man jetzt irgendjemand, der keine Ahnung hat, zurückzahlen. Mein Wunsch wäre,
Mein Wunsch wäre, ohne dass ich jetzt den Hassan Ismail persönlich angreife, wenn der einfach sagt, wie meine Kollegen über mich sagen, ich habe einen Zweitliga-Verein schlecht geführt, dass er freiwillig aussteigt, dass ein vernünftiger Investor, ein bayerischer, ein deutscher, klardenkender, nicht nazihaft gedacht, nicht nur, nur einfach der bodenständig, anständig seine Firma aufgebaut hat. Wir hätten ein paar Leute in der Rückhand, ich sage bloß, Autofirma, keine Namen. Die müssten nicht mit der Firma einsteigen, privat. Wenn die vernünftig einsteigen würden, dem Hassan die 20 Millionen, sagen, kriegst du 10 Millionen Rabatt zusätzlich, aber dann ist gut, bitte freiwillig aussteigen und der Verein könnte wieder wunderbar anfangen und dann vernünftig, strukturell, super zusammenarbeiten, miteinander. Und wenn jemand dagegen arbeitet, sofort, arrivederci, was brauche ich in der Firma? Jemand, der gegen das Ziel von dem Verein, von der Firma arbeitet, die muss hinaushauen mit dem Dreckstecker. Und genauso muss er bei Sieski sein. Miteinander, strukturell, super, neu anfangen. Und dann kommen wir auch in der vierten Liga, dritte Liga, zweite Liga. Und dann hat man Perspektiven für ein 60, wo sich jeder wünscht, jung, Anima. Aber die Jungen, die wir haben, wir haben gnadenlose Fans, dass man es denen verdient, vergund, zurückzahlt, dass Löwenfans sind. Ich bin mit der jetzigen Situation, auch mit dem Sparkurs, aber ich bin ehrlich, ich schaue mir lieber 60 so, natürlich nicht ewig, aber 60 wie gestern, kampfstarke Burschen, die powern, auch wenn sie mal einen Fehler machen, auch du hast sein musst, lieber durch, also ich rede jetzt für dich, du kannst dann gerne dagegen reden, Carsten, als Trainer, ist mir doch ein Spieler lieber, der sein Optimum ausschöpft, wie ich vorher erwähnt habe, als wie einer, der hochbezahlt ist und dann rumhängt wie ein Pfund Scheiße in der Mannschaft. Ich bin mit vielen einverstanden, bloß ich sehe die Alternative deswegen nicht, weil es waren x-mal Versuche da, dem Investor bestimmte Summen anzubieten. Da hat er bloß am Anfang getan, als wenn er es macht, aber dann hat er es eben nicht getan. Und er hat viel, viel Fehler gemacht und viel, viel Scheiß. Was du erzählt hast, das brauche ich nicht wiederholen, aber er ist auch von bestimmten Leuten betrogen worden. Ja, du musst da hundertprozentig recht geben. Jetzt komme ich zu dem. Wir müssen einen Weg finden und er hätte schon lange begonnen gehört. Und da vermisse ich auf beiden Seiten, dass man sagt, wie geht es weiter? Jetzt müsste man schon mit mindestens 5, 6 Spielern von anderen Vereinen geredet haben und wie man das finanziert. Warum geht man nicht her? Es gibt zum Beispiel einen Rudi Völler, die haben keine U21 mehr. Der Rudi Völler plant in seinem Verein im Bayer Leverkusen so, dass er die Top-Talente bis Gleichschaffen übernimmt und die anderen leiht er aus. Jan Regensburg hat das beste Beispiel und der Haring hat es mit Schwabel auch bewiesen. Spieler, wir kriegen derzeit von der Jugend, sage ich mal ganz vorsichtig, nicht die Spieler, die wir brauchen, um im Profibereich aufzusteigen. Und deswegen müsste sofort einmal mit dem wichtigsten Mann ein Vertrag abgeschlossen werden und nicht immer vertrösten und sonst was. Das ist der Daniel, dem ist das meiste zu verdanken, wo wir stehen und dass man überhaupt so dasteht. Dann muss ich da mit dem Investor reden. Pass mal auf, was willst du? Dein Investment bekommst du nur wieder, wenn 60 Profifußball spielt. Dann ist es ja auch für potenzielle Einsteiger, die investieren wollen, Deutsche. Dann wäre ja das möglich. Aber jetzt ist doch niemand bereit, da einzusteigen mit solchen Summen. Der Mai hat große Töne, habe ich da gehört, in der Zeitung. Ich kenne den Menschen persönlich nicht, aber von dem hört man gar nichts mehr. Und man wird das nicht fertigbringen, sage ich mal mit aller Vorsicht, den da rauszukaufen. Aber man kann Spieler verpflichten. Da kann ich doch sagen, da gehören 10% dir, 10% mir. Und wenn er verkauft wird, gehören uns 15% nochmal. So muss man das machen. Das ist doch ganz wichtig bei diesen irrsinnigen Summen. Ob man das jetzt an Ismail anbietet oder ob man dann potenziellen, was du gesagt hast, Investoren, dass man sagt, wir brauchen das und das, bilden wir nicht, wie es unter Zivza war, dass da plötzlich eine Schallaktion gelaufen ist,
und um Spieler, teure Spieler zu verpflichten. Und da sind, weiß nicht wie viel, eingegangen, die Schal. Ich habe selber Schals verkauft und dann hat sich herausgestellt, der Zipzer hat einen Vertrag, dass er davon 3% kriegt. Das muss man sehen. Das, nein, sondern da muss man die gewinnen, die sagen, sie sind Löwen. Ja, da bin ich doch bereit, 100 Euro rauszutun, wenn das so läuft. Und bei unserer Zahl von Freunden und Mitgliedern ist das ein Weg. Aber wenn man gar nichts tut und mit den potenziellen Spielern noch gar nicht das vorbereitet, auch das Scouting. Scouting ist bei 60 seit Jahren eingeschlafen. Das ist so. Da hätte man die ganzen ausländischen Absahner nicht gebraucht. Das Erste, was für 60 ganz wichtig ist, ist mein am Anfang erwähntes Miteinander. Es geht nur miteinander, dann werden wir miteinander mit einem interessanten Investor ganz egal mit welchem, der wo einfach das Hirn und das Geld in die Hand nimmt und sagt, jawohl, und wir, es ist nie zu spät. Und geht nicht, gibt es nicht. Wir brauchen unser Grünwalder Stadion, wir brauchen einen anständigen Investor, der klar denkt und wenn er selber geistig nicht in der Lage ist, das zu übernehmen, was auch ganz schwer ist, ein Fußballverein, der kommt seine Immobilien super verkaufen, dann braucht er fähige Leute. Aber fähige Leute muss man auch konzentriert auswählen. Wenn man alles gescheit macht, sehe ich auch für 60 wie schwarz, alsbald dritte Liga, zweite Liga, eigenes Stadion, Grünwalder Stadion ausbauen, erste Liga, Champions League vorbei. Das ist ein bisschen übertrieben jetzt, aber das war jetzt ein Spaßfaktor. Aber für 60 darf nie das sein, vierte Liga darf nie das Ziel sein.